Eine feierliche Angelobung von über 200 Soldaten fand diesmal in der Gemeinde Wallern im Seewinkel statt. Landeshauptmann Magister Hans-Peter Doskozil war wieder nicht dabei. Er schickte die Landesrätin Magister Daniela Winkler als Vertretung. Für den Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz kam der Landtagsabgeordnete Manfred Heidinger. Nach den Ansprachen von Bürgermeister Helmut Huber, dem Militärseelsorger Dr. Dr. Alexander Wessele, Magister Gernot Gasser, Militärkommandant des Burgenlandes und Landesrätin Magistra Daniela Winkler wurde die feierliche Angelobung durchgeführt. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Militärmusik Burgenland und der Oberst Hans Mirtl. Nach den Fotos mit den Angehörigen folgte noch das Einholen der Fahne und der Ausmarsch. Herr Brigadier, Oberstleutnant Horvath meldet die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland, die Feldzeichen des Militärkommandos Burgenland und der Heerestruppenschule, der Ehrenzug, gestellt durch das Militärkommando Burgenland, 203 anzugelobende Rekruten aus den Garnisonen 12 Axing, Bruck Neudorf, Eisenstadt und Güssing sowie eine Abordnung des Feldmarschall Radetzky zur feierlichen Angelobung angetreten. Danke, Oberstleutnant. Mit dem Festtag beginnen. Geschätzte Damen und Herren, es freut mich, dass Sie heute so zahlreich nach Wallern gekommen sind. Besonders unsere Jungmänner haben heute einen Schicksalstag sozusagen als Wehrmann, als Rekrut und herzlich willkommen. Wallern ist eigentlich eine Gemüsebaugemeinde und ist die größte hier in Seewinkel und wir haben hier, wie ihr so wisst, das heißt, ein sehr heißes Klima und wir haben mich da kurz halten. Wie es zu dieser Veranstaltung, zu dieser Idee gekommen ist, dass Wallern hier diese
Angelobung zustande bringt, war eigentlich mit dem ehemaligen Hofrat Johannes Pinzeritsch, der die Idee geboren hat, wenn wir 750 Jahre feiern in Wallern, dann könnten, dann würde das diese Veranstaltung vorherragend dazu passen. Jetzt da war die Idee eigentlich geboren, wir haben das im Gemeinderat kurz besprochen, eigentlich war jeder einverstanden und somit haben wir hier diese Veranstaltung bekommen. Herzlichen Dank für diese Bemühungen, dass hier das stattfindet. Wallern, kurz noch, hat 1666 Einwohner zurzeit, eine Fläche von 3388 Hektar. Wie schon gesagt, wir haben hauptsächlich landwirtschaftliche Betriebe, sehr große Betriebe. Und hier wird das Gemüse vom Seewinkel mehr oder weniger abtransportiert, ganz Österreich verteilt. Nochmals herzlich willkommen hier in Wallern. Erholt euch gut, wenn man, soweit man sich hier bei dieser Hitze erholen kann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Danke für die Teilnahme. Dankeschön. Geschätzte Ehren- und Festgäste, werte Damen und Herren, liebe Angehörige, Eltern, Soldaten und Soldatinnen, Kommandanten, Kameraden des Kameradschaftsverbandes Radetzky, werte Rekruten, lassen Sie mich zunächst Dank sagen beim Herrn Bürgermeister und der Gemeinde Wallern und der Bevölkerung für die herzliche Aufnahme hier bei dieser Angelobung und herzliche Gratulation zum 750. Geburtstag heuer. Ich möchte mich bei den Eltern bedanken für teilweise sehr, sehr lange Anfahrtswege, aber sie haben die Mühen und Aufwendungen nicht gescheut, um hier bei ihren Söhnen dabei zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht weil die Burschen das auch nicht sagen, aber dennoch ist es wichtig. Ich kann mich an meine Angelobung erinnern und das war ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass meine Familie dabei war. Ich möchte mich bei den Ehrengästen bedanken. Ich werte das als einen Ausdruck der Wertschätzung, dass so viele Ehrengäste heute dieser Angelobung beiwohnen. Und letztendlich gilt mein Dank auch an Sie, werte Rekruten, die die Herausforderung des Grundwehrdienstes angenommen haben. Sie wissen, dass das kein Kindergeburtstag ist, 6 Monate lang den Grundwehrdienst beim Bundesheer zu leisten. Und dennoch haben Sie die Herausforderung angegangen. Geschätzte Damen und Herren, wenn man den Österreicher fragt, was wichtig ist, kommen vor allem 3 Werte immer wieder zum Vorschein: Frieden, Sicherheit und Gesundheit. Wie wichtig ist Österreich allerdings die militärische Sicherheit? Von umgerechnet 100 Euro des Staatshaushaltes wandern ganze 2,50 Euro in das Bundesheer. 2,50 Euro, 2,5%. Die durchschnittlichen europäischen Staaten, also der Europa-Durchschnitt der Landesverteidigungsausgaben liegt bei 1,6% des Bruttoinlandsproduktes. Das Österreich gibt für das Bundesheer 0,5% aus. Ich könnte das weiter fortfahren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Von 28 EU-Staaten sind wir an 26. Stelle. Wir haben Waffen, Gerät und Ausrüstung beim Bundesheer, die doppelt so alt ist wie die Rekruten, die heute zur Angelobung hier stehen.
Ich bin der Meinung, dass Sicherheit uns was kosten muss. Sicherheit ist ein hohes Gut, das gibt es nicht umsonst und vor allem die Sicherheit der Soldaten muss oberstes Gebot sein. Das Budget, das das Bundesheer derzeit bekommt und nicht nur derzeit, sondern die letzten 3 Jahrzehnte, ist beschämend. Ich möchte mich bei den Soldaten, bei den Berufssoldaten, die jetzt als Kommandant, Ausbilder und Vertrauensperson Sie bislang begleitet haben, die meisten tun das noch weiter, herzlich bedanken für Ihren Einsatz. Trotz dem, dass sich das Bundesheer in einer Mangelsituation befindet, holen Sie das Beste heraus. Sie machen es großartig und letztendlich ist es Ihr Werk, wenn die Soldaten gute Soldaten sind und gut für den Einsatz vorbereitet sind. Ihnen, werte Rekruten, die jetzt gleich die Angelobungsformel sprechen werden, wünsche ich viel Erfolg, viel Soldatenglück. Bleiben Sie sich als Mensch und als Soldat treu. Es lebe das österreichische Bundesheer. Es lebe das Jägerbataillon 19, die Heerestruppenschule und das Militärkommando Burgenland. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bedanken bei der Gemeinde Wallern mit dem Herrn Bürgermeister, aber auch beim Militärkommando Burgenland für die Einladung zu dieser feierlichen Angelobung hier von 203 Rekruten. Ganz herzlich begrüßen möchte ich euch, liebe Rekruten, und gleichzeitig möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Zu bedanken nämlich dafür, dass ihr euch für den Grundwehrdienst entschieden habt. Und bei euch alle, liebe Gäste, möchte ich mich hier ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr hier bei diesen wirklich außerordentlich heißen Temperaturen hier dabei seid bei dieser feierlichen Angelobung. Das österreichische Bundesheer ist ein Garant für Stabilität und für Sicherheit und ist zu jeder Zeit ein wirklich starker, verlässlicher Partner. Sei es jetzt bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Lawinenabgängen, aber auch wenn es die Sicherung unserer Landesgrenzen betrifft. Liebe Rekruten, ich schätze es wirklich sehr, dass ihr dem österreichischen Bundesheer dient. Wir haben es schon gehört, 50 von euch werden nach der Ausbildung an der Grenze eingesetzt. Und vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr zur Sicherheit in unserem Land beiträgt. Das Leben hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten enorm verändert. Unsere Welt ist globaler geworden und digitalisierter. Und auch hier hat das Bundesheer meiner Meinung nach eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, sei es jetzt in Bezug auf die Cybersicherheit, aber auch beim Schutz der kritischen Infrastruktur. Das Bundesheer übernimmt enorm wichtige Aufgaben in diesen Bereichen. Und daher ist es aus diesem Grund auch sehr wichtig, das Bundesheer sehr gut auszustatten, und bei der Sicherheit sollte auf keinen Fall eingespart werden. Sicherheit muss uns einfach sehr viel wert sein. Und nachdem die Temperaturen doch sehr, sehr heiß sind und die jungen Männer, die jungen Rekruten es hier nicht so einfach haben bei diesen Temperaturen, werde ich mich natürlich auch kurz halten. Und ich möchte euch, liebe Rekruten, eine sehr angenehme Zeit beim Bundesheer wünschen und wünsche euch natürlich gleichzeitig auch viele neue und interessante Erfahrungen beim Bundesheer. Vielen Dank. Thank you.
das Ganze. Ab! Feldzeichen vortreten! Vortreten! Rekruten! Zum Gewehr! Rekruten, sprechen Sie mir nach! Ich gelobe! Ich gelobe! Mein Vaterland! Mein Vaterland! Die Republik Österreich! Die Republik Österreich! Unser Volk zu schützen! Unser Volk zu schützen! Und mit der Waffe zu verteidigen! Und mit der Waffe zu verteidigen! Ich gelobe! Ich gelobe! Den Gesetzen! Den Gesetzen! Und den gesetzmäßigen Behörden! Und den gesetzmäßigen Behörden! Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit allen meinen Kräften. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volk. Zu dienen. Brigadier Oberstleutnant Horvath meldet die Beendigung der feierlichen Angelobung und bittet um weitere Befehle. Danke, Oberstleutnant, für die ausgezeichnete Durchführung. Abrücken lassen. Abrücken lassen. Zur Orientierung. Der Block im offenen Karree rechts, 1. Jägerkompanie, Jägerbataillon 1. Der mittlere Block, Jägerbataillon 1,
Bernhard. Ja. Nein. Das wird man lassen. Eine andere Lobung.